Wurde nicht eingeladen, RIP. Wurde nicht eingeladen. Findest du gut, ja. Das wäre dann halt zu unspannendes Turnier dann leider. Oh, Lizzy, Mann. Ich würde gern dich frühstücken. Was? Nein, ich will. Was? Was? Ja, ich würde sagen Spiegelei. Das Spiegel, die Spiegelei-Variante klingt geiler. Oh. Ein schönes Spiegelei. Na? Moin K, mir geht's jetzt wieder super. Jetzt geht's mir wieder super. Na? Öfter hier. Öfter hier Lorenzo. Na? Öfter hier Electric Fan. Oh mein Gott. Was ist jetzt? Spiele das Spiel auch. Es ist gut. Welches Spiel? Warzone? Reden wir gerade von Warzone? Ist gut? Ey, ich hab. Ja, doch. Ich merke vom Aim her, es läuft anders gerade, mein Holti. Viel Spaß beim Spiegelei braten. Und toasten. Mann, ich würde das jetzt auch so gern essen. Wow. Wow. Doch, ich fetz mir gleich wieder einen Waifu-Riegel rein. Ja, doch, ich fetz mir jetzt einen Waifu-Riegel rein. Ich habe noch einen, den ich noch gar nicht probiert habe, den probiere ich dann heute. Irgendwie so salted, irgendwas. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Warum sind so viele Leute AFK? Call of Duty Warzone 2 ist gut. Ah ja, echt? Good to know. Finde ich nicht. Na hallo, wer ist denn hier oben und schießt? Na, was schießt denn auf wen vor allem auch? Was soll denn das, Emis? Feindliche Bombendrohne im Einsatzgebiet. Bombendrohne, das war's. This is over. Ja, komm. Komm zu mir. Feindliche Drohne aktiv. Nein! Ich Idiot, hab die Tür wieder aufgemacht. Mein Gott, das wäre so dumm. Das wäre so dumm. Das wäre so dumm. Wenn er dann gezündet hätte, das wäre so dämlich gewesen. Oh, wo kommst du hoch? Hier? Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte wirklich nicht mitgerechnet, dass du jetzt hochkommst. Ich höre gerade sogar Sounds. Ich fasse es nicht. Ist kein Shop, scheiße. Scheiße, ich wollte noch eine Runde spielen, wo ich alles erkläre, was ich mache. Das ist eine Kacke. Okay, ja, dann mache ich jetzt einfach weiter. Dann machen wir es jetzt so. Wir haben ja jetzt einen guten Start gehabt. Jetzt erkläre jetzt mal, was ich die ganze Zeit mache. Beziehungsweise, was ich mir dabei denke. Also jetzt pushe ich auf jeden Fall den. Weil eigentlich so viel Sachen brauche ich gar nicht zu erklären. Na, wobei doch. Also hier schießt auf jeden Fall jemand, also zwei Leute hier. Der King ist tot. Also hier wahrscheinlich noch einer. Zieh auf den Kopf während des Gunfights. Play nämlich ganz kurz. Das ist ein bisschen wichtiger, weil das Self-Rive dauert ja ein bisschen. So. Weil falls jetzt jemand gekommen wäre. Ich höre jemanden. Der kommt von unten, glaube ich. Ja, man hat die Schüsse jetzt gesehen, er kommt von unten. Esmina, nicht gut. Oben ist aber auch noch einer, weil Feinde landen im Einsatzgebiet, das habe ich ja gehört. So, unter mir wird auch hochkommen. Ich habe gerade die Steps gehört. Nein, vor mir ist auch noch einer. Ist not good. Was passiert jetzt? Okay, das kann ich gerade nicht so schnell kommentieren, was hier gerade passiert.
Das war jetzt die genau richtige Kill-Priorität. Ich habe immer die angeschossen, die gerade auf mich geguckt haben. Der, der hinter mir war, war erstmal nicht so wichtig. Ich wusste ja, dass er hinter mir ist, ne? Deswegen habe ich den halt mir vorgemerkt, aber da vor mir wichtiger war, weil die anderen auf mich gezielt haben, waren die vor ihm erstmal wichtiger zum Töten. Okay, jetzt können wir den hier jagen. Das ist der, der hinter uns war, ziemlich sicher. Wir laufen den mal kurz hinterher. Er kann eigentlich nur hier lang gegangen sein. Anderer Weg hätte keinen Sinn ergeben. Ich denke mal, er wird hier irgendwo sein gerade. Ist er das? Das könnte er theoretisch sein, aber ich glaube nicht, dass er das ist, ehrlich gesagt. Hm. Da ist er. Das ist der Skin. Ich habe mir den Skin gemerkt, das war der. Das war einfach nur dieser Standard-Skin. Also es kann natürlich auch ein anderer gewesen sein, aber ziemlich sicher war das der. So, warte, hat er auch einen MP5 gehabt? Eine Kassov. Na. Kassov auch sehr gut, aber ich will gerade MP5 spielen. Ich hab grad irgendjemand auf dem Ping dort hinten. Ich weiß nicht, warum ich den Ping da hinten gerade sehe auf der Karte. Muss beim Heck liegen. Ah, der Sheetback dann. Aber aufpassen, ich darf jetzt nicht zu sehr reinpushen, weil der ist jetzt schon längst wieder geplated. Vermasseln auch ganz oft Leute. Die pushen dann wie wahnsinnige rein, weil ich habe den ja gerade One-Shot geschossen. Aber der ist ja schon lange nicht mehr One-Shot. Deswegen lieber vorsichtig vorgehen, ne? So, wieder genau das gleiche wie vorher. Erstmal playen, bevor ich ihn finische. Können wir finishen. Und nachladen. So. 14 Kills haben wir schon auf dem Tacho. Das gefällt mir. Boah, bei Rebirth muss man so viel mehr und schneller reden. Voltergasmaske ist natürlich mehr wert als eine 83er. Er landet hier wieder, okay. Den Kill hole ich mir aber. Wird aber von der Pistole von hinten angeschossen. Nee, scheiß drauf. Den Kill könnte ich mir jetzt zwar schnappen. Aber ich muss ja mit der Zone mitgehen und hier wird safe. Hier im Untergrund ist immer so einer, der hier rumhockt. Einer hockt hier eigentlich meistens. Links von mir gerade einen Schuss gehört, vor mir habe ich Pistolenschüsse. Das ist die Frage. Ich töte erstmal ihn. Geh kurz hier rein, um mich zu playen. Hier bin ich ein bisschen safer. Lad nach. Okay, also ich über mir war ein Pistolenschuss, links von mir war auch ein Schuss. Die merke ich mir beide. Und die wissen auch, dass einer von hier kommt. Der ist ja vorhin gelandet. Man muss ganz viel mit. Also man muss sich ganz viele Sachen merken, die im Spiel passieren, Chat. Das ist ganz, ganz wichtig. Oder generell auch an die Zuschauer. Wenn ihr euch die ganzen Sachen merkt, die gerade im Spiel passiert sind, links hat zum Beispiel einer gesniped, weil warum sehe ich den hier auf der Karte? Warum habe ich den auf der Karte gesehen? Ich verstehe Rebirth manchmal noch nicht so ganz. So, da war auch noch einer. Den habe ich auch gesehen. Da schießt einer Pistole. Ist aber zu weit weg. Erstmal hole ich mir den hier. Erstmal holen wir uns ihn. So, jetzt können wir uns um den dahinter kümmern. Feind nähert sich. Hinter mir wahrscheinlich beim Loadout, oder? Nee. Okay. Feind nähert sich, könnt ihr eigentlich euch immer merken. Dann immer erstmal auf die Loadouts gucken, weil meistens landen ja Leute sofort bei einem Loadout. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass die dann halt da landen. Oder halt auf ihrer alten Leiche oder so. Ich hab angesniped, das ist nicht gut. Deckung. Playden. Wir haben ganz viel Zeit. Jetzt landet einer auf mir, das ist nicht gut. Okay, alles gut. Er ist weggeflogen. Also können wir in Ruhe weiter playden. War auch ganz wichtig, dass ich gerade das Playden abgebrochen habe. Auch wenn du nicht fullplated bist, ist es natürlich wichtiger. Es bringt dir gar nichts, wenn du fullplated bist, aber du deine Waffe nicht draußen hast. Gegen jemand, der auf dir landet. So, da musst du schnell reagieren. Und auch nicht immer sofort playden. So, jetzt machen wir Cluster auf ihn, damit er move muss. Damit er sich gar nicht erst playden kann. Ich haben wir ihn. Ey, wir haben schon 20 Bomb, das ist eine richtig krasse Runde. Und jetzt kann ich mir die letzte Platte geben. Man darf sich, auch wenn man sich inzwischen jetzt schneller playen kann und so weiter, sollte man trotzdem nicht immer sofort alles. Ich muss full played sein, bevor ich in den nächsten Fight gehe. Ist nicht immer zu 100% wichtig. Der Sniper von hier, den habe ich mir noch gemerkt. Ich glaube. Der ist aber weg. Der ist weg. Feinde landen, okay. Ich habe wieder in die Richtung geguckt, wo gerade der Gegner. Wo ich den Gegner gerade getötet habe, weil ich dachte, der landet auf seine Leiche. Ich glaube, das war der sogar. Wenn ich mir den Namen richtig gemerkt habe. Es ist ein ewiges Gemerke. Du musst dir ganz viele Sachen merken, wie gesagt. Namen merken, die du getötet hast. Schüsse, aus welchen Richtungen die gekommen sind, merken. Alles ganz, ganz wichtig. So. Da landet einer. Das ist ein Freekill. Das schmeckt.
Gerade in Solo sollte man aber vielleicht auch gar nicht so oft immer die Leute aus der Luft schießen, weil dann respawnen die ja nicht, wenn man auf viele Kills gehen möchte. Jetzt gerade möchte ich aber gerade die Kills machen. Ja. Keine Ahnung, was der da macht. Ich hab da richtig geil. Ist das eine TAC 56, die ich gerade habe? Ja. Die ist übergeil. Ich will auch gar nicht. Ich könnte natürlich jetzt an den Shop gehen und. Ja. Ah. Shop ist immer gefährlich, aber ich mach's jetzt. Könnte vielleicht eine falsche Entscheidung sein. Und jetzt meine Vaznev. Keine Drohne, na gut. Warte, ich brauch Perks. Ich brauch Perks, komm. Nein. Guck mal, das passiert an einem Shop. Man verliert viel Zeit, man. Das ist alles ein bisschen scheiße immer. Deswegen nicht unbedingt immer in den Shop gehen. Auch wenn es gerade gut läuft, braucht ihr nicht mal in den Shop gehen. Nur wenn es safe ist. Herzinfarkt bekommen? Ich dachte, mich schlägt jemand? Das war so ein Schlagsound. Okay, jetzt sind wir dran gewesen. Alles gut. Über mir hat gerade jemand geschossen, habt ihr gehört? Den probiere ich jetzt hier zu überraschen. Wie viele Platten habe ich eigentlich? Nicht so viele, die nehme ich also mit. Okay. Der muss hier immer noch irgendwo sein. Es kann auch sein, dass er auf dem Dach ist. Jede Ecke abchecken, wichtig. Okay. Boah, ich hätte eigentlich gerne 30 Bomb. Scheiße. Jetzt muss ich ein bisschen aggressiver. Ich spiele eher auf Kills, ne, als auf Win. Ist klar. Ich will natürlich auf Win anders spielen als auf Kills, aber ich will jetzt eigentlich die 20 Bomb noch schaffen. Aber Rebirth ist deaktiviert, das wird nichts mehr. Dann müsste ich jetzt jeden Kill aus einholen. Das ist unmöglich. Na gut, hier unten sind meistens Leute, deswegen gehe ich jetzt mal kurz hier hin. Hier ist auch eine Leiche. Okay, keiner da. Oh, ich bin anvisiert. Klassamine. Ja. Die Pfeife Klassamine. Hier hat gerade jemand. Hier ist gerade jemand gestorben. Ihr habt es gehört, diesen Sound. Mich hat jemand von rechts anvisiert. Das war der. Bin ich sicher. Oh. Self-Revive, okay, dann müssen wir ihn nicht finishen. Okay. Aber die sind gerade noch jemand gestorben und der wird nicht einfach so gestorben sein, eben. Der ist nämlich. Oh, nicht finishen, keine Zeit zum Finishen, weil der andere mich gerade anvisiert hat. Lieber erstmal in Deckung gehen und dann finishen. Wie gesagt, das Self-Revive dauert ja ein bisschen. Das machen viele Leute immer falsch, dass sie unbedingt immer sofort finishen wollen. Dann kriegt ihr vielleicht diesen einen Kill mehr, aber dann sterbt ihr vielleicht dabei beim Finishen. Ist auch scheiße. So, ich weiß aber noch, rechts hat mich analysiert. Haben wir. Und da war der letzte irgendwo. Ja. Weil der mich halt anvisiert hat. Habe ich mir gemerkt. Wisst ihr Bescheid. So, jetzt habe ich die Baba-Pose auf ihn. Nein, als ob ich jetzt wegen einem Kill an der 30-Bomb scheiter. Wie ärgerlich. Okay, ist natürlich noch nicht safe, dass ich gewonnen habe. Noch nicht das Gehirn ausschalten. Ich weiß jetzt nicht, was wahrscheinlich ist, wo er kommt. Ich bleib mal so. Hier habe ich eine gute Posi. Er muss ja zu mir kommen. Es kann sein, dass er über den Untergrund geht. Nee, macht er nicht. Ja. Und so macht man dann 29 Kills und holt einen Win. Aber so ärgerlich, dass. Nein, keine 30 Bomb! Aber ich habe alles erklärt. Ich habe alles erklärt, was ich erklären wollte. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen in den Kopf eines Sweaters reinversetzen, wann man was macht, was man denkt, während man Kills macht und so weiter. Wenn ihr auf die Serie Bock habt, ich habe ja schon ein paar Folgen davon hochgeladen, von Sachen, die ich immer sofort erkläre, während ich sie mache. Könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen. Ich glaube, 3 Folgen sind da schon von online. Lasst auch sehr gerne ein Abo da, um keine zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Und natürlich auch gerne ein Like und einen Kommentar. Wenn ihr bis zum Ende geguckt habt, schreibt mal Hashtag schade. Dafür, dass ich keine 30 Kills gemacht habe. Aber, Kuss geht raus. War doch trotzdem eine nice Runde. Und war auch direkt mein Rekord, ja. Kurz meinen Rekord gemacht und alles erklärt.